Es ist nicht lange her, da veränderte sich unsere Arbeitswelt massiv. Erst noch recht langsam, aber dann kam immer mehr Tempo auf. Die Pandemie wirkte dabei wie ein Katalysator. Plötzlich war ein neuer Begriff in aller Munde, New Work. Und genau damit wollen wir uns in dieser Sendung beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendereihe New Work Today. Es ist eine ganz besondere Senderei. Sie findet nämlich gleichberechtigt auf digitalen Plattformen und im linearen Fernsehen statt und ist zu finden auf unserer Webseite mit der Adresse newwork.today. New Work in einem Wort geschrieben und dann statt .de .today. Außergewöhnlich ist auch bei dieser Sendung, dass mehrere Partner beteiligt sind. Zum einen Karl-Büro-Einrichtungen in Mannheim, wo wir diese Reihe auch produzieren. Zum anderen die B2B-Agentur WOB Firnheim, die viel Expertise in der strategischen Beratung von Unternehmen hat. Und dann die Media, die als Media-Agentur ihre Erfahrung im Bereich der Marktforschung einbringt. Und schließlich wir, RNF, die die redaktionelle Aufarbeitung übernommen haben. Ja, so viel zur Vorrede, wir steigen unmittelbar ein. Das Wort New Work geistert ja schon ein paar Jahre herum. Es ist aber immer noch nicht vielen richtig klar, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wirklich nur das digitale Arbeiten, wie die meisten wahrscheinlich annehmen? So viel kann ich vorwegnehmen, nein, es ist sehr viel mehr. Zu Beginn also die große Frage, was ist New Work und vor allem, was ist es nicht? Ein Tischkicker im Büro, ist das schon New Work? Zu Hause im Jogginganzug von Videokonferenz zu Videokonferenz hetzen, ist das New Work? Wir fragen nach bei einer Expertin. Jutta Rump ist Professorin am Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Sie selbst arbeitet am liebsten an ihrem Notebook und wo das steht, ist ihr egal. Das ist zwar auch irgendwie New Work, aber nur ein Teil davon. Naja, während der Pandemie haben wir natürlich ein Element oder ein Merkmal von New Work sehr stark in den Fokus gestellt. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, wir reduzieren es auch darauf, und das ist das mobile Arbeiten. Mobiles Arbeiten, was vor der Pandemie im Übrigen ein Element war von flexiblem Arbeiten. Es wurde sehr stark eingesetzt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit der Pandemie hat man das rausgelöst aus diesen flexiblen Arbeitsmodellen und hat eine eigene Kategorie aufgemacht. Und vielfach wird tatsächlich mobiles Arbeiten mit New Work auch gleichgesetzt. Und damit natürlich auch diese virtuelle Art und Weise der Kommunikation und der Zusammenarbeit. New Work ist also mehr. Ein Mindset, eine Philosophie, eine Haltung. Die Kernelemente von New Work sind einerseits orts- und zeitflexibles Arbeiten. Es geht um Kompetenzentwicklung im Sinne lebenslangen Lernens, verbunden mit Stärken- und Talentorientierung. Es hat viel mit Vernetzung zu tun. Es hat viel mit partizipativen Führungsinstrumenten zu tun und Führungsstilen zu tun. Wir reden auch gerne in diesem Zusammenhang auch von agilen Arbeitsmethoden, also dass sich Menschen hierarchiefrei auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam in irgendetwas arbeiten. Zu New Work gehört aber auch das Thema Sinnhaftigkeit, also Purpose, und Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit. Und last but not least gehört sicherlich zu New Work auch, dass wir in Balance bleiben. Also Bewegung wird das System schon für uns machen. Also wie bleiben wir in Balance? Also das Thema, was man neudeutsch gerne mit Work-Life-Balance bezeichnet oder Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und diese wesentlichen Merkmale von New Work kann man dann auch in der Architektur des Raumes abbilden. Und das sind dann tatsächlich die Bürokonzepte, von denen wir immer mal gehört haben oder sie auch tatsächlich erleben jeden Tag. Das ist das Spiegelbild dieser Philosophie. Gelebt werden diese Prinzipien beispielsweise bei der Data Group SE, einem IT-Dienstleister mit mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 2 Dutzend Standorten in Deutschland. Die Zentrale in Blietzhausen bei Stuttgart atmet architektonisch den Geist von Gemeinschaft und Transparenz. Die Kernpunkte, fast Erfolgsfaktoren, würde ich sagen, von New Work, verstanden als hybrides Arbeiten, also sprich einer Kombination aus bürobezogenem und nicht bürobezogenem Arbeiten, sind unterm Strich die Menschen, die zusammenarbeiten.
trotz einer Erfahrung seit mehr als 3 Jahrzehnten mit modernen und agilen Arbeitsformen, bedeutete die Pandemie eine zusätzliche Herausforderung mit neuen Erkenntnissen und einer Weiterentwicklung der Organisation. Ich glaube, dass die Bürogebäude und auch die Standorte zusätzliche Funktionen haben werden. Sie sind immer noch Arbeitsorte, klassisch wie vorher auch. Aber die Menschen, die vom mobilen Arbeiten im Büro sind und sich dort aufhalten, die werden ihren Fokus stärker auf den Austausch legen mit anderen. Wir werden viel mehr Meetings haben, Workshops haben und kreative Elemente, die dort passieren und die dort geschaffen werden. Das Thema Mails abarbeiten, das Thema Konzepte schreiben, das Thema Verträge lesen, all das kann klassisch und vielleicht sogar besser in einem mobilen Arbeiten passieren, in der Konzentration für sich passieren. Aber alles, was mit Austausch, auch mit Diskussionen, ja, mit Austausch von Standpunkten, mit Entscheidungsfindungen zu tun hat, wird im Büro stattfinden. Und dafür braucht es dann an vielen Stellen auch eine andere Ausstattung, ganz klassisch, an Räumlichkeiten, an Besprechungsräumlichkeiten, vielleicht auch modernere Formen von Workshop-Räumen, die man früher gebucht hat in speziellen Locations und die jetzt zum Alltag werden in den eigenen Standorten. Das wird sich auch auszahlen, dort rein zu investieren. Es braucht also nicht nur lernfähige Mitarbeiter, sondern lernfähige Organisationen, um die Arbeit auf ein nächstes Level zu heben. Veränderungsbereitschaft und Durchhaltewillen, wie bei der Data Group. Mit den unterschiedlichen Ausprägungen und Aspekten von New Work beschäftigt sich diese Sendereihe. In insgesamt 4 Folgen geht es um Employer Branding, moderne Arbeitswelten im Büro, digitale Tools, die New Work unterstützen, neue Arbeitsort- und Zeitmodelle, New Work in Produktionsbetrieben und Leadership in Zeiten von New Work. So, jetzt haben wir einen ersten Überblick bekommen, den wollen wir natürlich auf jeden Fall nochmal vertiefen mit unserem Experten Dr. Klaus Wagenhals. Er begleitet Change-Prozesse. Klaus, wir haben ein bisschen was schon gelernt. Was sind aber für dich die wichtigsten Aspekte von New Work? Gut, also ich denke, zentral sind die beiden Aspekte Flexibilität und zwar einerseits örtlich als auch zeitlich. Also das kam ja jetzt durch Homeoffice, dieser Hype ganz stark befeuert. Dann geht es natürlich um die Frage sozusagen Gestaltung der Arbeitsplätze, also Räume, Wände, was weiß ich und so weiter. So, dann hat es immer was zu tun mit der Frage, will ich sozusagen dezentral arbeiten, also stärker sozusagen die Verantwortung vor Ort gestalten und damit verändert sich Führung. Ja, klar. Und damit verändert sich auch Kultur. Also in dem Moment, wo ich das so angehe, muss ich mir klar darüber sein, dass ich sozusagen andere Werte brauche, dass ich möglicherweise auch nochmal überlegen muss, wie die Kommunikation anders gestaltet werden muss und so weiter. Also ich kann nur Sachen andeuten jetzt. Ja, also es geht auch um eine Veränderung eines Mindsets. Und richtig. Das ist ja schon bei vielen, ist viel Arbeit und vor allen Dingen schaffen wir das. Dann kommt der Change-Prozess jetzt ins Spiel. Ja. Wie begleitet man einen solchen Change-Prozess? Naja gut, du sprichst es an. Also sowas dauert. Ja, ich kann nicht, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist ja ein bekannter Spruch. Der stammt nicht aus Deutschland. Ne? Das ist auch, glaube ich, typisch. Ja. Ich glaube, man muss sich klar machen, man braucht sozusagen viele verschiedene Facetten, die man gleichzeitig anpacken muss. Das ist so, hört erstmal sich kompliziert an, ist aber gar nicht so schlimm. Man muss es nur sozusagen im Blick haben. Dafür braucht man dann so einen, sagen wir mal, Manager oder Begleiter, ne, der das so ein bisschen prozesshaft mit im Blick hat. So, und ich glaube, worauf es da ankommt, ist, dass man ja möglichst früh die Leute gewinnt, dafür, wo soll es hingehen und warum brauche ich das überhaupt als Firma? Ja, also manche jetzt New Work Gestalter oder Umgestaltungen in Firmen, da wird mir zurückgespiegelt, dass die Beschäftigten sich fragen, mal ehrlich,
nach 4 Wochen oder 8 Wochen hat man dann die neuen Möbel okay mal ausprobiert und es sind nicht immer total sinnvoll. Und der Tischkicker, okay, ist vielleicht eine nette Neuerung, aber eigentlich hat sich nicht viel verändert. Sondern es gibt weiterhin blöde Chefs, ja, die mir glauben, vorsagen zu müssen, was ich zu tun habe. Es gibt weiterhin keinen Raum für neue Ideen, Innovationen und sowas. So, und da denke ich, da ist nicht begriffen worden, was New Work eigentlich heißen kann. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass ich mir vornehme und sage, okay, also ich habe Schwächen in Bezug auf Bedienung des Kunden. Ich mache mir Gedanken, wie ich das sozusagen besser hinkriege. Damit überschreite ich sozusagen Hierarchiegrenzen einerseits und andererseits Abteilungsgrenzen. Also gestalte vielleicht ein Team oder setze ein Projekt auf, was sozusagen Kundensegmente bedient, ja, und wo dann sozusagen die paar Leute, die dann den Kunden bedienen oder die Kundensegmente praktisch selbstständig daran arbeiten, jetzt möglichst optimal den Kunden zu bedienen. Mhm. Und das heißt, die kriegen alle Freiheiten, ja, die kriegen sozusagen entsprechende Entscheidungsbefugnisse, da werden die Rollen neu geklärt und so weiter. Also alles das, was man da braucht, damit mehr Verantwortung vor Ort. Es geht aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, um wirklich klare Ansagen und auch klare Kommunikation, dass auch jeder weiß, wo der Weg hingeht. Ja. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, ein paar Bausteine oder ein paar Schritte, die gegangen werden müssen. Ja. Jetzt hat vielleicht der eine oder andere schon innerlich Stress und sagt, in welcher Zeit müssen wir das denn schaffen? Gibt es da eine Zeitachse, die man vorgeben sollte, muss, darf? Oder sagt man, ein Prozess dauert eben so lange, wie er dauert? Ja, also wenn man, sagen wir, die Angst wegkriegen würde, dass man das alles als extra Struktur, extra Geld, extra, also na, so, das irgendwie so riesig baut, wenn man das mehr integriert in den Alltag, in das Geschäft, in das normale Geschäft, dann glaube ich, kommt man automatisch dazu, dass man feststellt, okay, wenn es fertig ist, ist fertig. Also im Sinne von, wir haben einen neuen Prozess installiert und der läuft. Und dann hören die Leute ja selber auf. Warum sollen sie da dran weiter rumbohren? Mhm. Das bringt ja dann nichts. Ja, dann kann man ja praktisch neue Themen vielleicht wieder aufgreifen. Also ich glaube, dass in der heutigen Zeit man eigentlich gar nie sagen kann, wir hören auf. Mhm. Das war früher mal die Denke, dass man sagt, es ist ein Change-Projekt und es dauert 3 Monate. Ja, so, also da wäre ich unseriös, wenn ich sowas behaupten würde. Sondern ich sage eigentlich eher, dass, okay, wann willst du oder wie willst du, nee, schon wann auch, wann willst du sozusagen besser sein in Bezug auf den Kunden? Aber es gibt hinten raus eben jetzt nicht dieses finale Ende. Passt ja auch zu New Work, lebenslanges Dazulernen und Entwickeln. Auf jeden Fall. Gehört ja dazu. Ja. Klaus, ich danke dir vielmals für diesen ersten Einblick. Wir werden es nachher nochmal genau vertiefen in unserer Expertenrunde. Danke. Es wird deutlich, dass New Work mehr ist, als an Äußerlichkeiten herumzudoktern. Es ist vielmehr der Bewusstseinswandel, anders arbeiten zu wollen. Aber nicht, um Mitarbeitern etwas Gutes zu tun, sondern um als Unternehmen in einer sich wandelnden Welt zukunftssicher und wettbewerbsfähig zu bleiben. Es geht bei New Work also darum, Menschen wie auch die Organisation als Ganzes in einem veränderten Kontext zu befähigen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Indem man Mitarbeitenden beispielsweise mehr Verantwortung und mehr Freiräume gibt. Oder sie mehr in Prozesse und Entscheidungen einbindet und teilhaben lässt. So kann man zu einer agilen, anpassungs- und lernfähigen Organisation werden. Die große Chance für Unternehmen liegt darin, mit einer neuen Kultur und Kommunikation dem Wandel unseres Ökosystems erfolgreicher zu begegnen, um kommende Krisen besser und flexibler zu bewältigen. Im ersten Teil der Sendung haben wir uns voll und ganz darauf fokussiert, wie die Bausteine von New Work aussehen und was daraus entstehen kann. Nämlich ein agiles, modernes und innovatives Unternehmen. In vielen Branchen benötigen Unternehmen allerdings dafür ein komplett neues Mindset. Am Ende geht es darum, für qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber attraktiv zu sein. Und damit sind wir beim Thema Employer Branding. Was tun Unternehmen, um eine positive Außenwirkung zu bekommen? Wir haben ein Beispiel aus Ludwigshafen. Das neue Hauptverwaltungsgebäude der Pfalzwerke in Ludwigshafen, das PW1. Außen wie innen topmodern. Offen, viel Licht, als sende das Haus die Botschaft: Komm her, hier macht es Spaß zu arbeiten.
Die Inneneinrichtung folgt den Ideen von New Work. Offene Marktplätze laden zu kollaborativen Arbeiten ein. Projektteams können sich in unterschiedlichsten Gruppengrößen in unterschiedlichen Settings treffen. Grundsätzlich gibt es keine fest zugeordneten Arbeitsplätze mehr. Wer im Gebäude einen Schreibtisch braucht, weil er mal nicht zu Hause arbeiten kann oder will, kann sich einen buchen. Jeden Tag einen anderen. Der Perspektivwechsel fördert Kreativität und den Austausch untereinander. Der Energieversorger für mehr als 400.000 Privat- und 20.000 Gewerbekunden räumt der Arbeitszufriedenheit der Belegschaft einen hohen Stellenwert ein. Beispielsweise können bis zu 80% der Arbeitszeit im Homeoffice geleistet werden. Wir möchten, dass die Mitarbeiter eine größtmögliche Flexibilität hier in der neuen Hauptverwaltung umsetzen können. Das heißt, der Mitarbeiter kann in Abstimmung dann mit der Führungskraft auch entscheiden, wie viel er denn außerhalb des Büros an Arbeitsleistung erbringt. Wir sind im Moment auch dabei, mit dem Betriebsrat eine BV zum Thema mobiles Arbeiten abzuschließen, um halt hier auch die Mobilitätsmöglichkeiten für die Mitarbeiter weiter zu erhöhen. Parallel möchten wir auch den Mitarbeitern hier mit diesem modernen Raum die Möglichkeit bieten, hybride Veranstaltungen abzuhalten. Das heißt, die Kollegen, die nicht vor Ort sind, trotzdem in Besprechungen oder zu Meetings einfach dazuschalten zu können. Unversehens hilft das Gebäude dem Unternehmen so, seine Marke als Arbeitgeber zu stärken. Employer Branding, heute wichtiger denn je. Im Ballungsraum Mannheim-Ludwigshafen sind hochqualifizierte Kräfte stark umworben. Das Unternehmen beugte vor, um auch künftig als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Wir haben bereits vor einiger Zeit eine Arbeitsgruppe für das Thema Employer Branding gegründet. Und das ist ein gemischtes Team mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen HR, aus der Pfalzberger Netz AG und aus dem Marketing. Und da beschäftigen wir uns wirklich nur mit den Themen, wie können wir die Mitarbeiterbindung stärken und die Arbeitgeberattraktivität verbessern. In diesem Zuge haben wir uns auch die Frage gestellt, wie attraktiv sind wir denn nach außen hin? Also intern hatten wir die Mitarbeiterbefragung durchgeführt, aber extern, da blieb uns nur die subjektive Wahrnehmung und auf diese wollten wir uns nicht verlassen. Und ja, an der Stelle kam dann der Regio Image Faktor ins Spiel. Der Regio Image Faktor der Agentur Die Media zeigt, nach welchen Relevanzkriterien Arbeitnehmer sich für einen neuen Arbeitgeber entscheiden und inwieweit ein Unternehmen diese bereits abdeckt. Eine Studie im direkten regionalen Umfeld kann wertvolle Hinweise darauf liefern, worauf potenzielle ArbeitnehmerInnen Wert legen und wie man sie am besten erreicht. In unserer Region vor allem digital. Aber es gab noch mehr Aspekte. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass Multiplikatoren wie Freunde, Familie und Bekannte eine ganz wichtige Zielgruppe sind, die wir auch in der Kommunikation berücksichtigen sollten. Und aus diesem Grund haben wir ein Markenbotschafter-Netzwerk ins Leben gerufen. Eine veränderte Sicht auf die Arbeit nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und ein optimal angepasstes Arbeitsumfeld in der neuen Hauptverwaltung. Für die Pfalzwerke zwei gewichtige Erfolgskriterien, um hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur neu zu gewinnen, sondern auch lange zu halten. Ja, sehr eindrucksvoll, was die Pfalzwerke da auf die Beine gestellt haben. Und wir wollen das Thema Employer Branding jetzt nochmal vertiefen mit meinen beiden Experten. Einmal Sina Schnarchendorf, sie ist Expertin bei der B2B-Agentur WOB. Und dann haben wir Rainer Braun von Die Media. Bei der Marktforschung sind Sie oder bist du zu Hause. Sina, so eine gute Employer Branding-Kampagne, was macht die aus? Was sind da so die für dich die wichtigsten Eckpfeiler? Ja, zuerst mal muss man ja sagen, dass eine Employer-Branding-Kampagne viel mehr ist als eine reine Recruiting-Kampagne zu externen Zielgruppen hin. Also muss man erstmal natürlich intern anfangen. Also was macht die Arbeitgebermarke aus? Authentizität ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss auch zu dem Unternehmen passen. Und dann stellen wir uns natürlich immer die Frage nach den Zielgruppen, sowohl intern wie auch extern. Also was ist das Mindset? Was sind ihre Erwartungen? Wie ticken sie? In welchen Kanälen sind sie unterwegs? Mit welchen Botschaften können wir sie erreichen? Wir haben dennoch festgestellt, dass in den letzten Jahren gerade das Thema Emotionalität oder auch Interaktion in der Kommunikation eine große Rolle spielt. Storytelling etwas ist, was sehr vielversprechend ist, die Leute mitzunehmen, sie sehr ehrlich, authentisch anzusprechen und halt immer so ein bisschen emotionales Gefühl auch zu vermitteln. Dieses Rausfiltern an Informationen, wie funktioniert das? Es hört sich nach sehr vielen Gesprächen an.
Es sind in der Tat häufig sehr viele Gespräche nötig, weil wir natürlich auch mit vielen Zielgruppen zu tun haben. Also wenn wir jetzt mal nur intern im Unternehmen anfangen, dann ist es natürlich, fängt es beim Management an und geht bis zum Azubi. Es sind verschiedene Bereiche, verschiedene Hierarchieebenen und jede Zielgruppe hat ja auch andere Bedürfnisse. Mhm. So zum Beispiel ein Produktionsmitarbeiter, der seit 20 Jahren in dem Unternehmen tätig ist, der eine Familie zu versorgen hat, der hat ganz andere Erwartungen als beispielsweise jemand, der frisch aus dem Studium in einen Job gestartet ist, der durch die Welt reisen möchte, der Karriere machen möchte, der ungebunden ist, dem Freiheit und Selbstverwirklichung zum Beispiel auch noch ganz wichtig ist. Und da gilt es nämlich, das genau herauszuarbeiten, unter die Lupe zu nehmen und wirklich sich tiefgehend mit den Zielgruppen zu beschäftigen. Also eine große Unterschiedlichkeit kann man trotzdem sagen, dass da eine Tendenz in eine gewisse Richtung ist, wenn es darum geht, dass man als Bewerberin, als Bewerber ein Unternehmen als attraktiv einschätzt oder nicht? Mhm. Absolut. Also natürlich darf man nicht vergessen, diejenigen mitzunehmen, die schon seit 20 Jahren, seit 15 Jahren im Unternehmen tätig sind. Aber wir stellen natürlich fest, die neuen Generationen haben einen ganz anderen Anspruch an ihren Job. Das Thema Freiheit, das Thema kollegiales Miteinander, eine sehr partizipative Führung wird erwartet, also weniger Hierarchien. Sinnhaftigkeit des Berufs spielt plötzlich eine ganz, ganz große Rolle. Das Thema Work-Life-Balance spielt eine große Rolle. Heißt nicht, dass harte Faktoren wie ein Gehalt keine Rolle spielen, aber es treten definitiv so individuelle, sehr weiche Faktoren in den Vordergrund. Und das ist definitiv ein Trend, den wir in den letzten Jahren stark beobachten und der sich durch die Pandemie auch definitiv beschleunigt hat. Rainer, da würde ich gerne auf dich überleiten. Ihr habt nämlich eine Studie und die, glaube ich, untermauert zum Teil auch das Gesagte. Würdest du uns kurz noch mal sagen, um was es in dieser Studie geht? Genau, also wir führen den Regio-Image-Faktor durch. Und es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien, empirische Studien zum Thema Employer Branding, aber es gibt eigentlich keine Studie, wo ist mein Unternehmen, was ist der Ist-Zustand? Mhm. Bin ich bekannt in meiner definierten Region? Bin ich attraktiv? Wie ist mein Profil? Wie sieht die Wettbewerberstruktur aus? Und dafür haben wir den Regio-Image-Faktor aufgesetzt. Und da haben wir natürlich ganz spannende Erkenntnisse. Was wäre denn so eine spannende Erkenntnis, ohne vielleicht jetzt Geheimnisse auszuplaudern? Nee, Geheimnisse nicht, aber eine Erkenntnis, und das hat auch Sina ja schon angesprochen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Also Jüngere versus Ältere haben natürlich ganz andere Vorstellungen und auch Auswahlkriterien, aber selbst innerhalb der Jüngeren gibt es Unterschiede, ob ich jetzt ein Schüler bin und suche eine Ausbildungsstelle oder ich bin Studierender, da gibt es ganz andere Vorstellungsbilder an attraktiven Arbeitgeber. Oder auch, wenn ich Kinder habe, sind mir andere Dinge im Unternehmen wichtig, als wenn ich kinderlos bin. Aber andererseits wird ein Kinderloser, hat vielleicht demnächst bald Kinder. Also es ändert sich, es ist ein ständiger Wandel da. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es aber auch darum, dass zum Beispiel in einer Region, wie wir jetzt leben, es tatsächlich Unterschiede gibt. Sprich, dass ein Unternehmen in Mannheim zum Beispiel vielleicht anders denken muss als eins in Weinheim. Was gibt es denn da für regionale Unterschiede? Genau, es kommt natürlich darauf an, in der Metropolregion Rhein-Neckar, da haben Sie Ludwigshafen, Mannheim, die großen Städte. Und bin ich ein Mittelständler mitten in Mannheim, Ludwigshafen, habe ich natürlich eine andere Ausgangsposition, als wenn ich jetzt zum Beispiel im ländlichen Randgebiet bin und da bin ich zum Beispiel der Platzhirsch. Habe auch ganz andere Wettbewerber. Also da muss man schon drauf achten. Und die Pfalzwerke sind ja mitten in Ludwigshafen. Mhm. Und da haben natürlich gerade in der Region auch Weltkonzerne, die stehen natürlich dann im direkten Wettbewerb, auch mit den Pfalzwerken, ist ja ganz klar. Und zurzeit sind ja zum Beispiel die IT-Spezialisten, die sind ja gefragt. So, zu wem gehe ich dann? Zum Hidden Champion, den niemand kennt? Oder vielleicht doch eher zu einem BASF oder SAP oder wen auch immer. Vielen Dank. Also ganz, ganz spannende Einblicke und auch wirklich, es zeigt, man muss einfach sich noch mehr in diese Strukturen hineindenken. Wir wollen es später auch nochmal in der Expertenrunde dann final bearbeiten. Mhm. Employer Branding befasst sich damit, eine starke Arbeitgebermarke zu schaffen und diese spürbar werden zu lassen, damit klar wird, wofür das Unternehmen steht, was es attraktiv macht und was die Marke versprechen kann. Sie ist Basis jener Kommunikation, welche die richtigen Mitarbeiter finden und binden soll. Dafür ist es wichtig, exakt zu verstehen, wie Menschen ticken und was sie erwarten. Von ihrem Arbeitgeber und dessen Angeboten, aber eben auch von Führungskräften. Wer das weiß, der kann sich besser auf die Herausforderungen der kommenden Arbeitswelt einstellen. Und wir haben gesehen, man kann messen, wie man als Arbeitgeber gesehen wird, welche Anforderungen die unterschiedlichen Zielgruppen haben und was deren Alternativen sind. Denn am Ende geht es um Passung. Mensch und Arbeitgeber
Das muss ein Match sein. So, und wie versprochen, sind wir jetzt inmitten unserer Expertenrunde. Wir wollen ja die Themen einfach noch mal kurz vertiefen mit meinen Experten, mit der Sina, Klaus und Rainer. Ich will gleich mal eine Frage hier in die Mitte stellen. Und zwar, wir haben Employer Branding, wir haben New Work. Jetzt ist vielleicht die große Diskussion, zumindest habe ich mir die Frage gestellt, was ist die Henne, was ist das Ei, was sollte logischerweise zuerst erfolgen? Natürlich ist es so, dass man erstmal das Unternehmen betrachten muss. Also was sind die Rahmenbedingungen? Ich glaube, da kann man nicht eine pauschale Antwort geben, sondern erstmal schauen, okay, wo steht das Unternehmen heute? Wo will es in Zukunft hin? Was ist auch realistisch, in welcher Zeit umsetzbar? Es ist ja nicht was, was man von heute auf morgen umsetzen kann. Und alles, was New Work umfasst, das sind ja viele Facetten, muss natürlich auch zum Unternehmen passen, muss zu den Zielgruppen des Unternehmens passen, muss wirklich zu dem passen, was das Unternehmen heute darstellt und auch in Zukunft darstellen will. Also ich glaube, dass die Frage Henne oder Ei in dem Fall gar nicht so zielführend ist, weil im Grunde geht es ja darum, in einen lebendigen Organismus eine neue Art zu arbeiten, zu implementieren. So, und natürlich ist einerseits sozusagen das Employer Branding wichtig, weil man die Leute braucht, die man da weiterentwickeln kann oder mit denen man das Unternehmen weiterentwickeln kann. Und andererseits, wenn ich jetzt nur das Unternehmen, wie es jetzt ist, betrachte, dann muss ich natürlich gucken, dass ich, sagen wir, erstmal checke, okay, wo fange ich an, mit wem fange ich an, was sind die verschiedenen Gruppierungen in meinem Unternehmen, wo hätten wir vielleicht am stärksten Handlungsbedarf. Also der Handlungsbedarf wird ja, sag mal, meine Erfahrung ist leider, dass manche Manager erstmal drauf gucken, dass ihre internen Prozesse möglichst effizient laufen. Das halte ich für einen gravierenden Fehler. Das wird für die Zukunft furchtbar sein. Ja, das kann man so nicht behalten, meines Erachtens, sondern man muss eigentlich sehr viel stärker auf die Kunden gehen, auf das, was man an Service bieten will, an Produkten, an, je nachdem, wo, in welcher Branche man ist. So, und da zu gucken, wie kann ich sozusagen da das Verhältnis immer besser machen und wie kann ich mich besser vernetzen. Und dann kann man drüber reden, weil den Kunden interessiert es nicht, ob sie den Vorgang von A nach B in 3 Sekunden, 20 Millisekunden machen oder in 3 Minuten 20 Sekunden oder sonst wie. Das ist völlig irrelevant. Ja, so, das haben wir, übrigens auch eine deutsche Erfindung quasi, ne? Dieses bis zum letzten Auspressen sozusagen der Spielräume, die man hat in den Prozessen, und das halte ich für kontraproduktiv. Das heißt, ohne einander geht es eigentlich nicht. Wie siehst du das, Rainer? Sehe ich auch so. Es baut aufeinander auf, ganz klar. Das heißt, die eine Säule bedingt immer auch die andere Säule. Richtig. Jetzt vielleicht mal eine andere Frage. Wir haben ja jetzt wirklich sehr viel über New Work, über Employer Branding gesprochen, über die Facetten, was ist möglich, was ist nicht möglich. Es ist sehr umfangreich. Jetzt vielleicht die ketzerische Frage, warum überhaupt, wenn es doch so viel Arbeit ist und so kompliziert ist? Der zentrale Knackpunkt muss sein, weil das ist ja wirklich keine Geschichte, die man macht jetzt aus Jux und Dollerei und weil es jetzt gerade einen Hype gibt und weil jetzt irgendwie neue schicke Möbel angeschafft werden sollen und, ja, so. Sondern natürlich muss es irgendwie einen Anlass geben, der was zu tun hat mit dem Geschäft. Mhm. So, also es muss eine Begründung geben, wo ich sagen kann, okay, ich brauche da ein Neuaufsetzen oder ich brauche Effektivierung oder ich brauche, egal. Ja, so. Und da müsste ich sozusagen dann mir klar machen, okay, also wenn ich jetzt schon verändere, dann wäre es doch gut, wenn ich sozusagen die Anregungen, die jetzt mit der New Work-Kampagne einhergehen, mit den verschiedenen Facetten, die wir heute Morgen angesprochen haben, ja, dass man das nutzt. Die Frage ist, ist es überhaupt kompliziert? Also ich habe das ja ein bisschen jetzt mal so ein bisschen ketzerisch in den Raum gestellt. Ist es denn überhaupt kompliziert? Ich glaube, es kommt darauf an, wo das Unternehmen heute schon steht. Auch da wieder die Rahmenbedingungen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, warum überhaupt? Ich glaube, dass da natürlich die Nachfrage auch das bestimmt. Also man kommt gar nicht mehr drum rum, sonst wird man schneller abgehängt, als man gucken kann. Ne? Dann natürlich gucken die Zielgruppen, was sind attraktive Arbeitgeber für mich, und schauen nach links und nach rechts. Und wenn da eben das Angebot da ist, dann
gehen sie dahin, wo sie das bekommen, was sie erwarten. Und ich glaube schon, dass man natürlich jeder in seinem Tempo, und deswegen sage ich, es kommt darauf an, wo das Unternehmen heute steht, jeder in seinem Tempo schon eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringen muss, ein gewisses agiles Mindset mitbringen muss, um da eben sich auch auf diese veränderten Ökosysteme einzustellen. Ja, wobei ich davor warnen würde, also da habe ich jetzt nochmal einen anderen Fokus drauf. Ich würde davor warnen, sozusagen jetzt nur aus lauter Angst, dass ich keine richtigen Fachkräfte kriege, weil der Markt halt leergefegt ist in manchen Branchen, ja, oder weil ich mich mehr bemühen muss, sag mal, die Anforderungen der Beschäftigten auch ein bisschen zu berücksichtigen. Ich würde davor warnen, das jetzt nur daran auszurichten, sondern ich glaube schon, also das Geschäft wird ja nicht mit den Beschäftigten gemacht, jetzt erstmal, sondern mit den Kunden. Ja, also ich brauche sozusagen saubere Prozesse, saubere Ausrichtung, ich brauche eine klare Marke, ja, und alle diese Punkte. So. Und dann, natürlich brauche ich dann Leute, die das auch umsetzen können. Aber da muss ich auch aufpassen als Unternehmen, ich habe ja nicht immer einen Altersdurchschnitt von 25, mit dem ich das jetzt durchziehen kann. Und alle sind Halleluja begeistert. Sondern natürlich habe ich ältere Menschen und ich habe Leute, die Probleme haben mit der neuen Technik oder wie auch immer. Die kann ich nicht einfach rausschmeißen und das sollte ich auch nicht tun. Nein, das ist aber eine wichtige Herausforderung. Wie kriegt man diese Menschen auch mit an Bord? Wie nimmt man sie mit? Richtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel auch des Erfolgs. Ja. Sie einzubinden, ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie abgehängt werden, mit Schulungen, mit Kommunikation, ganz viel sprechen und natürlich auch da aufzeigen, das ist ja auch für sie von Vorteil. Es ist eine Chance. Es ist eine große Chance. Mal dir, Rainer, das Wort geben zum Abschluss. Ja, vielleicht zwei Punkte natürlich. Die Menschen ändern sich natürlich und auch die Generation, jede Generation ist irgendwie anders drauf und deshalb kann die Arbeitswelt nicht stehen bleiben. Das heißt, wir müssen einfach mitgehen, auch teilweise mit dem Zeitgeist. Aber ich finde es natürlich komplexer geworden gegenüber früher. Da hatte ich jetzt nicht die Möglichkeiten wie heute mit Homeoffice, Digitalisierung. Aber es ist natürlich auch, ich kann dann zielgerichter auf den einzelnen Mitarbeiter angehen. Und das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil gegenüber früher. Also im Prinzip maßgeschneiderter. Man muss aber einfach vom Denken und von der Entwicklung flexibel bleiben. Vielen Dank. Wir hätten noch ganz lang weiterreden können, das weiß ich. Aber an der Stelle möchte ich auf unsere Webseite überleiten, nämlich newwork.today. Dort kann man nämlich mit den Experten in Kontakt treten und vielleicht auch mal Fragen stellen, die jetzt unbeantwortet geblieben sind oder die jetzt vielleicht auch im Laufe der Sendung aufgetreten sind. Also einfach mal reinklicken. Ansonsten vielen Dank für dieses Gespräch und für die vielen, vielen Einblicke. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.